Willkommen zum letzten Teil von meinem Tesla Taycan-Tausch. Ja, heute geht es weniger um Roadtrip, sondern um das große Fazit und um so ein paar Eindrücke vom Auto allgemein, um so ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht's dann sofort los. Ab zum Auto. Unterwegs wieder im Model S und er stand wieder im Keller und er hat wieder keine Internetverbindung und ich fahre jetzt schon seit 1-2 Minuten und er hat die Internetverbindung immer noch nicht wiederhergestellt, was heißt, dass ich das Navigationssystem immer noch nicht anwerfen kann. Da braucht er tatsächlich verhältnismäßig lange, finde ich, bis er dann halt wieder eine Verbindung aufgebaut hat, die dann in der Lage ist, dass ich navigiere. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich fahre jetzt immer hier auf der Seite rauf und warte, bis er sich dann gefangen hat. Hilft ja nichts. Und wenn ich so einen kleinen Absatz hoch oder runter fahre, ne, ihr kennt also so einen Bumper hoch, Bumper runter oder so, das hört sich mal an, als wenn die Karre schleift. Keine Ahnung, was es ist. Muss ich jetzt auch mal fragen. Gut, ich warte jetzt. Da ist er. Internetverbindung ist da und ich kann wieder arbeiten. Also A, kann ich gleich Musik anmachen, das mache ich gleich, weil sonst werden wir hier wieder geclaimed, das wollen wir ja nicht. So, zack. Wir gucken, was die schnellste Route ist, weil viele Wege führen aus Bremen raus und je nach Verkehrsaufkommen sagt er, fahr so oder fahr so. Jetzt gucke ich mal eben. Ja, siehst du, und er fährt nicht über die Autobahn, er fährt tatsächlich über Landstraße. Also einmal quer durch die Stadt quasi. Machen wir das. So, Tag 3 im Model S vom Jens Zippel hier. Wir haben uns aneinander gewöhnt, würde ich sagen, so ein bisschen. Jetzt können wir auch mal natürlich auf Dinge gucken, auf die ich ja sonst bei Autos auch gucke. Ja, natürlich gucke ich auch auf so ein bisschen qualitative Sachen. Ne? Ich habe euch doch erzählt, dass der immer so komisch schleift, ne? Ich habe eben mit Jens gesprochen, weil der hat das ein oder andere Problem mit dem Porsche und das sieht auch gerade nicht gut aus für mein Auto, aber das kann er berichten. Was ist das hier? Es knarzt. Ihr seht ja dieses komische Display hier mit dieser wahnsinnig verzerrten Kameraansicht. Also ich weiß auch nicht, was das soll. Und das verstehe ich nicht. Also mir wäre sowas als Ingenieur peinlich, sowas in einen Porsche einzubauen. Leute, nächster Aufreger für mich, induktives Laden des Handys, ja. Also ich muss das hier aufklappen, so, boah, fällt auch wieder zu. Und dann muss ich das Handy hier reinstecken. Und dann lädt es überhaupt? Ich sehe es nicht. Ich bin doch ein bisschen geschockt, was Porsche hier teilweise so umgesetzt hat, in der Software hauptsächlich. Ja, es fängt schon damit an, dass Porsche so beim Ad-Hoc-Sofortladen, wie sie es nennen, keine Möglichkeit hat, irgendeine Ladegrenze einzustellen. Also es ist so Fiat 500 Niveau, ja? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, Leute. Das ist doch genau die richtige Strecke für dieses Auto. Ich habe euch vom Schleifen erzählt, dass sie überall schleift. Das Problem sind die Dinger hier, die Flaps. Die hängen so tief. Hier, guck mal, das ist von der Bodenfreiheit, ist das wirklich nicht viel, ne? Also zwei Finger. Und damit setzt er da halt immer auf. Die hat er auf beiden Seiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über die Rampe bei meiner Garage fahre, dann setzt er mit diesen Flaps auf, die eben hier so, gerade mal zwei Finger über dem Boden sind. Ja, also das ist das eine Thema. Und sonst, ja, Tesla macht es sich auch selber nicht leicht. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel hier über irgendwelche Spaltmaße gucken möchte, und ihr wisst, das habe ich in der Vergangenheit ja ganz gerne gemacht, und dann habe ich auch immer gesagt, ja, ich finde an jedem Auto was. Das ist halt so. Ne? Es ist zum Beispiel hier unten beim Stoßfänger über das Seitenteil. Ne? Hier hast du so einen leichten Versatz, kommt die ein bisschen raus. Ist in Ordnung, wenn es auf der anderen Seite auch so ist. Auf der anderen Seite ist das Seitenteil aber deutlich über der Stoßfänger, über dem Stoßfänger. Also hier falle ich richtig weg hier. Ne? Also das ist, hier steht der Stoßfänger über. Hier steht das Seitenteil über. Also, ja,
Für 100.000 Euro ist es, wie gesagt, Mercedes ist, hat auch so seine kleinen Sachen, ne? Was man natürlich auf dem Lack sieht, ich weiß gar nicht, ob man es so in der Sonne sieht hier, überall die Patschefinger und so weiter, das ist halt so bei so einem schwarzen Lack. Deswegen, Kinders, überlegt euch das dreimal, ob ihr ein Auto nehmt mit schwarzem Lack, ne? Das ist so sensibel, was jetzt natürlich auch nicht ganz so schön ist. Der hat hier diese Schutzstreifen oben für den Dachgepäckträger drauf und die sieht man dementsprechend ja auch, ne? Also das ist so, ja, das kriegst du halt auch nicht hochglanzpoliert, ja? So, ansonsten gibt's ja gar nicht so viel zu mäkeln, ne? Also hier die E-Linie und hier die Zierstäbe auf der Tür oder so weiter, die sind schön, stehen auch von der Höhe gut, das kann andere nicht besser und ich weiß, wovon ich rede. Spaltmasse vorne in der Motorhaube sehen auch eigentlich gut aus. Also das ist alles in allem, ist das schon solide Handwerkskunst, was hier gemacht wurde, ne? Was halt ist, das hört jetzt hier auch, hört man eben, das ist schon sehr dünnes Blech. Tatsächlich, ne? Und was der Deutsche halt gar nicht liebt, ist zum Beispiel diese dünnen Türen. Hört mal. Also wenn ich den jetzt nicht mal richtig zumache, sondern nur so, das hört sich halt an und man merkt es auch wirklich, dass diese Tür, die ist halt wirklich dünn, dünn. Jo. Sitze, habe ich euch schon gesagt, die Sitze sind echt weich, die sind wirklich weich. Auch vom Seitenhalt haben die jetzt nicht so viel, wie den Porsche, das ist klar, aber auch wie andere Autos oder so. Materialien sind völlig okay, ist natürlich von Tesla bewusst so gemacht worden, dass hier kein Tier irgendwo für leiden musste für das Auto, was ja wieder gut ist. Auch haben sie hier, zum Beispiel sowas hier, also ich zeige euch, das sind so Kleinigkeiten, ne? Da guckst du halt hier drauf, so, und das ist so richtig so ein bisschen ausgefranst, ich weiß gar nicht, ob man das hier so richtig sehen kann. Da ist wirklich das Gummi hier so ein bisschen fransig. Muss mal gucken, ob ich das euch im Video so zeigen kann, wie ich das hier gerade sehe. Aber das hatte ich auch schon schlimmer, ne, bei Tesla. Also auch hier mit dem Gummi, das ist vernünftig eingezogen. Hier diese Stelle haben sie halt auch, mal gucken, wie es nach ein paar Jahren aussieht. Das streift halt mal rüber beim Einsteigen. Hier ist glaube ich, eine Dreck ist das. Ansonsten Farbkombination ganz cool. Weiß-Schwarz, ne? Mag ich. Platz ohne Ende. Hinten mit dem Display natürlich auch mega jetzt. Wie gesagt, also Platz, was willst du denn mehr? Wie gesagt, die Türen sind mega leicht, aber warum auch nicht? So. Fährt auch elektrisch. Ich hier einmal zum Filmen und dann kommt natürlich gleich ein Zug. Oh, da fährt er, weg ist er. Sprechen wir mal über die Optik vom Model S. Ja, der ist jetzt ein bisschen von meiner Autobahnfahrt gestern echt geschädigt. Aber optisch steht er wirklich gut da. Bin kein Fan von dunklen Felgen, aber das steht dem Auto wirklich gut. Was natürlich auch wieder typisch Tesla ist. Aero-Caps bei einem 96.000 Euro Auto. Ja, kannst du haben. Ist halt so. Alles für die Effizienz. Und effizient ist er. Der Arsch sieht geil aus. Also ich finde das wirklich, der steht richtig breit da. Unten mit dem angedeuteten Diffuser. Das sieht schon gut aus. Schön breit, schön satt. Schönes Auto. Also ich mag ihn optisch wirklich. Gefällt mir deutlich besser optisch wie das Model 3. Ernsthaft? Es ist Sonntag, es ist Muttertag, ja? Und egal. So, wenn man sich jetzt so ein bisschen ärgern möchte, dann ist das, wenn man jetzt hier auf die innere Türverkleidung guckt, also von hier innen, da seht ihr einen richtig dicken Spalt, ne? Zu der Seitenverkleidung. Da kannst du eine Mettwurst reinwerfen, so sieht man es ganz gut mit dem weißen Hintergrund. Ja,
Es ist halt immer so die Sache, ne? Man muss immer ehrlich sagen, du kriegst jetzt hier für 96.000 kriegst du ein Auto, was in unter 4 Sekunden auf 100 ist, was 250 Spitze fährt, was 500 kW Leistung hat, womit du wirklich alles, aber wirklich alles, was so da ist, echt überraschen kannst oder stehen lassen kannst. Mit vernünftigen Assistenzsystemen, die jetzt nicht überragend sind. Ne? Also das, was in Deutschland und EU gerade erlaubt ist. Wir müssen nicht darüber reden, dass Full Self Driving USA mehr darf und mehr kann. Das, was in Deutschland oder in Europa kann, ist aber nicht viel besser als das, was Porsche hat und auch schlechter von der Umsetzung als das, was zum Beispiel VW hat. Das sage ich immer wieder gerne. Fahrt einfach mal mit dem Travel Assist Pro in irgendeinem Auto. Das kann sogar ein Verbrenner sein. Das System ist mega. Wirklich. Das kann vieles besser als der Autopilot, der teilweise ein bisschen sehr schüchtern agiert und teilweise auch ein bisschen verängstigt. Also abbremst in Momenten, wo du denkst, warum? So, also das mal eben ganz kurz ein bisschen was zu der Optik des Teslas. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass er mega Platz im Kofferraum hat vorne, dass er mega Platz im Kofferraum hat hinten. Wobei wir das ja auch gezeigt haben im Intro, dass der Kofferraum vorne gar nicht so viel größer ist wie der vom Taycan. Aber auch hier, der Taycan hat nur Heckantrieb, hat vorne keinen Motor. Das hier ist ein Allrad und hat trotzdem vorne einen recht großen Frunk. Hinten der Kofferraum ist natürlich riesig, für die Reise perfekt. Und dementsprechend müssen wir da überhaupt nicht drüber diskutieren. Das Auto hat Platz ohne Ende für die Passagiere, fürs Gepäck. Und das auf einem gleichen Größenniveau wie der Taycan. Wirklich, besser geht's nicht. Was ich zum Innenraum habe, ist Material, habe ich schon erwähnt, wenn man jetzt hier gegenklopft. Ja, ist... kann man bestimmt auch anders machen. So, hier vor oben schön Stoff draufgezogen. Andere würden wahrscheinlich sagen Alcantara, das ist aber glaube ich kein Alcantara. Das ist, haben sie aber schön verarbeitet. Also hier drinnen gibt es überhaupt nichts zu mäkeln. Sehr reduziert. Auch oben, der hat halt auch keine Dachbedieneinheit oder sowas. Ne? Hier oben, da sind zwei Leuchten. Ja, an der Ende ist noch eine. Mehr ist hier oben nicht. Die Innenraumkamera kennt ihr bei Tesla. Und ansonsten habt ihr auch in den Türen. Ihr habt vier Fensterbänder, die Notentriegelung und die Türöffnung. Mehr ist hier nicht drin. Warum auch, braucht keine Sau, auf gut Deutsch gesagt. Was mir aufgefallen ist, ist, ich versuche euch jetzt mal eben den Blick zu zeigen, wie ich aufs Lenkrad gucke. Mal eben gucken. So ungefähr. Und jetzt wird tatsächlich hier vieles verdeckt. Was aber hier wichtig ist, was verdeckt wird, also ich sehe hier gerade noch diese Anzeige hier über die Temperatur. Was ich nicht sehe, ist den Taster fürs Hauptmenü. Sehe ich nicht. Ja? So. Und was ich auch nicht sehe, so wie ich jetzt hier sitze, wenn ich hier so sitze, ich zeige mal ungefähr, ja, doch, das genau so sehe ich das auch ungefähr. Ne? Also von der Menge, was ich jetzt hier, wenn ich hier dran vorbeigucke. Den Gangwahlschalter hier zum Einlegen von vorwärts oder rückwärts. Sprich, das ist durchs Lenkrad verdeckt. Das Lenkrad erscheint mir richtig, richtig groß. Wirklich, das ist gefühlt, könnte das auch hier so sein. Also wie der innere Ring. So, nicht so. Echt groß. So. Und das verdeckt halt was vom Display. Das ist beim Porsche, ist das anders gelöst. So, ich zeige euch das erstmal eben im Porsche. Also, meine Position ist ungefähr so, aber da könnt ihr natürlich nicht den Blickwinkel genießen, den ich jetzt hier habe, weil meine Augen natürlich weiter auseinander stehen wie das Objektiv der Kamera. Also, wenn ich hier drinnen sehe, sehe ich tatsächlich hier diese Anzeigenleiste fürs Licht. So. Und auf der anderen Seite, wenn ich vorbeigucke, sehe ich hier die Anzeigen hier oben für ESP, für die Stoßdämpferverstellung, für den Lift Mode und da habe ich den Acoustic Sound drauf programmiert. Das sind also Touch-Tasten hier. So. Wenn ich jetzt innen reingucke, in den inneren Lenkradkranz, sehe ich jetzt hier die Uhrzeit. Ich sehe hier mein Niveau, wie hoch ich das Auto habe, beziehungsweise wie tief. Auf der Seite hier sehe ich unten zum Beispiel den aktiven Blindspot Anzeige. Und ich sehe die Temperaturanzeige. So.
Das heißt, der Lenkradkranz hier und hier, der geht in dem Moment genau durch diesen schwarzen Kranz hier. Das seht ihr hier. Das ist wie so ein schwarzer Bereich. So. Und da geht der Lenkradkranz für mich genau durch, so dass ich von beiden Seiten das, was da ist und was da ist, gleichzeitig sehen kann. Auf der anderen Seite genauso. Ich sehe also, hier seht ihr wieder den schwarzen Bereich. Hier, der geht hier quasi so lang. So. So, ich, wenn ich jetzt hier sitze, sehe gleichzeitig jetzt die Uhrzeit und das Fahrzeugniveau, beziehungsweise unten hier auch die Anzeige, in welchem Gang ich mich befinde, und sehe gleichzeitig von außen hier meine Anzeige, was ich eben erwähnt habe, Liftmodus und Stoßdämpfer und so weiter. Die andere Geschichte ist die Position der A-Säule. Ich finde die schon sehr kritisch. Ne? In Verbindung mit dem Außenspiegel und so weiter hast du einen ziemlich großen toten Bereich. Und wenn du jetzt abbiegst nach links, da siehst du nichts. Da kann sich alles hinter verstecken. Ich habe das wirklich jetzt zweimal gehabt, dass ich wirklich in den Serpentinen so machen musste, damit ich eben gucken kann, was kommt denn da von oben eventuell. Ne? Du fährst da in so einen U-Turn rein. Also du fährst da so und dann guckst du so. Du kannst nicht aus der Seite rausgucken, weil da ist irgendwie Berg und so weiter. Du kannst also nicht gucken, was von oben kommt. Musst also warten, wenn du in die Kurve rum bist. Dann guckst du so und dann ist dir hier die A-Säule komplett im Weg. Und dann musst du wirklich einmal so rumgucken. Das ist nicht ideal und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. So, ansonsten gibt es gar nicht viel zu mäkeln, außer zu weiche Sitze mit zu wenig Beinauflage. Ich bin kein Sitzriese oder so, aber das habe ich auf Langstrecke gemerkt. Hatte auch ganz leichte Rückenschmerzen, obwohl der eine feine Lordosenunterstützung hat, die ist auch wichtig. Aber mir sind diese Sitze auf Dauer, sind die mir echt zu weich und das waren jetzt nur 300 Kilometer. Das hätte ich dann schon gemerkt. Im Porsche habe ich das nicht. Im Porsche bin ich jetzt 25.000 Kilometer oder 26.000 schon gefahren. Da habe ich überhaupt nicht in irgendeiner Form irgendwie Rückenschmerzen mal gehabt und so weiter. Ist halt natürlich jetzt hier ein anderes Sitzen, da muss der Körper sich vielleicht dran gewöhnen und dann habe ich es hier auch nicht. Aber ich habe tatsächlich auf Langstrecke habe ich gemerkt, war jetzt nicht so bequem. Ein Jens Zippel wird jetzt wahrscheinlich sagen, er findet das viel bequemer als den Porsche, der dann von den Sitzen her natürlich ergonomisch ganz anders ausgestattet ist. Aber so ist das, glaube ich, bei jedem, wie er es sich gerne kuschelig macht. So, mal wieder unterwegs im Model S vom Jens und es geht in die Waschanlage. Ja, nach meinem Roadtrip dachte ich mir, hat der Wagen jetzt mal verdient. Und ich bin mir jetzt unschlüssig. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man mit einem Elektroauto in eine Waschstraße fährt. Mit meinem Taycan fahre ich rein, schalte auf N, deaktiviere die Scheibenwischerfeuer noch, die Automatik, fertig. Ist bei Tesla halt etwas anders. Und bei Tesla gibt es deswegen extra einen Waschanlagenmodus, der genau für diese Situation da ist. Und jetzt frage ich mich, ist es unnötig kompliziert? Oder ist es maximal einfach, dass ein Auto im Menü unter dem Punkt Service, da zeige ich euch gleich, einen Waschanlagenmodus hat? Ich bin mir da halt noch unschlüssig. Jo. Wie man sieht, habe ich die Waschstraße erreicht. Und jetzt zeige ich euch das mal mit dem Waschstraßenmodus. Und zwar geht ins Service-Menü. Waschanlagenmodus. So, und da steht jetzt, der Waschanlagenmodus schließt alle Fenster, verriegelt den Ladeanschluss und schaltet Scheibenwischer, Wächtermodus, verriegelt nach Entfernen sowie Parksensorsignale ab. Im automatischen Waschstraßen mit Transportbändern, sowas haben wir jetzt hier, schaltet die Option frei rollen in den Leerlauf und verhindert, dass die Feststellbremse automatisch angezogen wird, sobald Sie das Fahrzeug verlassen. Der Waschanlagenmodus wird beendet, wenn Fahrzeuggeschwindigkeit 15 km/h überschreitet. Jo, das machen wir jetzt mal und ich hoffe, das funktioniert alles. Aber dass man sich darüber Gedanken machen muss, das ist eher das, wo ich dann denke, auch nicht richtig, oder? Mann, ich hasse es selber, wirklich. Man sollte sich über sowas keine Gedanken machen müssen. Aber es ist dieses Ding, jetzt, wenn man völlig unbedarft ist und
ich sag mal, so ein Mensch ist ja das erste Mal so ein Model S abholen und so weiter. Wer weiß denn schon automatisch, dass so ein Ding einen Waschanlagemodus hat? Ich nicht. Also von daher müssen wir mal gucken. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob der jetzt automatisch gleich auf neutral schaltet. Sollte er eigentlich tun, aber ich werde es beobachten. Geht alles, wenn man will. Also ich bin jetzt gerade aus der Waschstraße raus, war jetzt wieder zurück zur Wohnung. Aber war schon ein kleiner Schreckmoment eben, als er das erste Mal rübergesprungen ist, weil er noch auf D war und nicht im N-Modus, weil vielleicht ich vergessen habe, dieses Rollen einzuschalten oder weil ich weiß nicht was. Also man schaltet dann auf N und dann ist gut. Also achtet da drauf, ne? Wenn ihr in dem Waschanlagenmodus seid oder auf so einer Schleppkette, dass er dementsprechend auf N steht, weil sonst ist es blöd. Letzte Tour jetzt mit dem Tesla, fahre jetzt zu Jens, wird das Auto zurückgegeben und ein kleines Fazit gezogen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, an euch zeigen wollte, ist, da unten liegen jetzt mein Diensthandy und mein privates Handy und die werden beide geladen. Viele Autos haben das so gelöst, dass sie dementsprechend nur ein Ladefach haben, womit man laden kann. Und das andere ist dann einfach ein Ablagefach ohne Ladefunktion. Ne, das macht Tesla vernünftig. Hier gibt es zwei Handy-Ladefächer mit dem QI-Standard. Ich glaube, ich meine, das müsste der QI-Standard sein. Also das, was eigentlich überall verbaut ist. Der Porsche hat nur eins im Ablagefach, wo die Armlehne ist. Und dementsprechend kannst du da nur ein Handy laden. Ein iPhone Mini schon mal gar nicht, weil das ist zu klein und damit ist der Sensor für das jetzt Laden links abbiegen auf Überseetor an der leider falschen Stelle und ihr müsst das unterfüttern. So, jetzt hatte ich eben wieder so einen Moment. Ich will nach links abbiegen und gucke, ja, kommt kein Auto, guck, da kommt kein Auto, will dann losfahren und im letzten Moment kommt aus dem Schatten der A-Säule kommt ein Ab oder E-Ab, habe ich das so schnell nicht gesehen. Auf jeden Fall war es ein Ab. Und ich musste echt bremsen gerade. Der war komplett auf der Spur hier rüber im Schatten der A-Säule. Ich habe ja gesagt, die A-Säule ist mir zu krass, zu voluminös. Und ich habe ihn echt übersehen. Also, was ich da sagen will, der Tesla hat nicht reagiert. Ich habe es mal eben schnell gemacht. Der konnte auch an mir vorbeifahren. Ich war also nicht in seiner Fahrspur drin. Das war nur beim Anrollen. Da sehe ich, und wieder auf die Eisen, in die Eisen. Der Taycan, der hat einen Side Impact Sensor so, der sagt dir dann halt wirklich mit so roten Pfeilen und macht einmal kurz bieb, bieb, pass auf, da kommt einer von rechts. Das hat der Tesla so jetzt nicht, also auf jeden Fall hat nichts angeschlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beim Taycan das gewesen wäre. Das habe ich ja allein schon, wenn ich mit dem an der Ampel stehe. Und da kommt einer von der Seite, der dann kurz vor mir dann abbiegt, dann sagt er auch schon, Achtung, Kollisionsgefahr, weil, wie gesagt, der hält ja auf dich zu, bevor er abbiegt. Und wenn er recht fix abbiegen will, weil er vielleicht gerade noch über Gelb gefahren ist, dann ist er halt in dem Moment schnell, bremst dann ab und lenkt dann rum. Und dann denkt der Porsche schon, ui, der kommt aber deutlich zu schnell auf uns zu. Ist egal, wie gesagt, der Tesla hat da nichts aktuell. Oder auch hier wieder gerne in die Kommentare, gibt es hier so einen Seitkollisionswarner? Keine Ahnung. Fahr jetzt beim Jens hier hin, mal gucken, wo ich mich hinstelle. Oh, da geht das Garagentor schon auf. Der Tesla erkennt das natürlich. Sieht das nicht geil aus? Warte, ich muss mal, ich mach das mal runter hier. So. So, zack, geil, ne? So ein Porsche in der Garage sieht schon geil aus, oder? Ja. Also, ich bin da, ich werde jetzt mal eben einparken und dann machen wir gleich mal ein kleines Fazit. Ja, so ist das, ne? Also ich habe gelernt, man gibt ein Auto immer sauberer ab, als man es in Empfang genommen hat. Thank you.
Bei Jens ist das nicht so. Die Karre sieht aus, aber immerhin lädt er. Also ist schon mal gut. So, Fazit. Jens ist bei mir. Ich sitze immer noch in seinem Tesla und wir sprechen jetzt mal darüber, was ich an positiven oder negativen zum Thema Tesla Model S habe. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, darfst du auch sein. Ich habe mir jetzt keine Liste gemacht, du warst sehr gut vorbereitet. Aber du hast oft auf die Hupe gedrückt, kann das sein? Nee, tatsächlich gar nicht. Das habe ich ihm auch gesehen, was das hier ist. Also keine Ahnung, das ist übrigens nicht die Hupe, habe ich gelernt. Ich weiß. Ist daneben. Okay, erzähl. Aber damit fangen wir vielleicht genau mit dem Thema an. Ne? Das Thema, ich fange mal erst mit den negativen Sachen an. So, genau wie beim Porsche. Stimmt, haben wir auch. Also, das ganze Bedienungskonzept ist Tesla-like. Man versucht so viel wie möglich über eine Software zu lösen und damit zu reduzieren. So, das heißt, ich habe zum Beispiel die Blinker natürlich im Lenkrad, genau wie die Hupe. Im Gefahrenmodus, die Hupe, du haust eigentlich genau auf die Mitte, passiert nichts. Haben andere alte Model S, haben das ja tatsächlich, oder? Das Model 3 hat es auch wieder. Model 3, siehst du, da weißt du mehr als ich. Und dementsprechend... Also Highland, ne? Ja. Und du hast es mir jetzt verschön erzählt mit dem Blinken. Und ich habe mich tatsächlich jetzt nach der Woche auch im normalen Straßenverkehr gut daran gewöhnt, die Blinkerdrücker zu bedienen. Aber ganz im Ernst, wenn du so wie ich auch mal in den Kreisverkehr reinfährst, ne, und du fährst dann nicht so, sondern machst zang, 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 dann vergiss es, beim Rausfahren blinken geht gar nicht. Echt nicht, geht nicht. Ja, das ist Gewöhnungssache, aber ich gebe dir recht. Blinkerhebel sind tausendmal besser. Ja, vor allem, wo ich es halt gemerkt habe, du bist langsamer. Ja. Vom Ganzen her, du bist irgendwie ein bisschen langsamer. Ich fahre den Wagen jetzt ja schon über ein Jahr und bei mir ist das nicht mehr so, aber ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Genau. Also von daher sage ich, wie du sagst, es ist garantiert eine Gewöhnung. Ich bin einer, ich brauche so ein bisschen, also das ist bei mir Automatismus, ne? Wenn ich so runterziehe. Ja, nach 40 Jahren normales Auto mit Blinkerhebel ist das ein Automatismus. Das ist einfach so. Das ist einfach im Gehirn eingebrannt. Genau. Hupe, wie gesagt, ist für mich ein Gefahrenthema. Ja. Wenn ich irgendwo raufhauen will, da haue ich auf die Mitte und dann muss es hupen. Model 3 hat das, hast gerade gesagt. So. In Summe finde ich das ganze Lenkrad, ich finde es riesig. Es ist wirklich ein riesiges Lenkrad, habe ich auch gedacht. Und dann sitze ich hier und dann gucke ich auf den Screen. Und eigentlich die wichtigste Taste für mich in dem Screen ist komplett vom Lenkradkranz abgedeckt. Das heißt, die Taste für sämtliche Einstellungen ist komplett abgedeckt. Ich sehe jetzt auch nicht den N hier unten. Da muss ich jetzt drücken. Hatte ich heute zum Beispiel in der Waschstraße. Muss ich jetzt mal so, da war das N. Weil durch den Lenkradkranz komplett verdeckt. Bei Porsche habe ich dir gezeigt, die machen das ja so, dass der Lenkradkranz genau in dem Moment da ist, wo du dann keine Elemente hast, da ist nichts abgedeckt. Das hat mich tatsächlich manchmal so ein bisschen gestört, weil ich immer so ein bisschen drüber gucken musste. Gewöhnst du dich auch dran? Natürlich. So. Du hast vorhin beim Porsche so ein paar Sachen gesagt, die sind inkonsequent. Mega gut. Du gehst mit dem Handy an den Kofferraum und der macht den automatisch auf. Funktioniert top. Was wiederum inkonsequent ist, in dem Moment, wo du hinten ans Auto ran bist, du hast keinen Drücker, um die Ladung zu beenden. Du musst immer in die App reingehen, musst die Ladung beenden, damit du den Stecker ziehen kannst, zum Beispiel an irgendeiner AC-Säule. Ja, du kannst natürlich hier ins Auto. Ich habe aber auch den Key-Fob. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich den Key-Fob habe. Ja. Und wenn du beim Key-Fob lange auf den Kofferraum drückst, 2 Sekunden, dann macht er die Ladung auch aus. Ich habe mir von Jens anfangs ja diesen Key-Fob geben lassen, weil ich ja als Autoschlüsselbesitzer so irgendwie was brauche, was ich irgendwo in die Hosentasche stecken kann. Ich muss ehrlich sagen, Jens, ich habe ihn die Woche nicht ein einziges Mal benutzt. Das Ding mit dem Handy ist auch so ein Thema. Mega geil. So muss das sein. Ich habe nicht einmal dran gezweifelt, dass das nicht funktioniert. Insofern, den kannst du wieder haben. Aber er sieht einfach geil aus. Ja. Er sieht geil aus. Er funktioniert wahrscheinlich gut. Ich habe ihn nicht einmal nutzen müssen. So, ich habe schon wieder Sonnenbrille auf, weil ich schon wieder losfahren wollte. Und er sagte, Key-Fob. Okay, ne, gerade bei AC. Ich rede nicht von DC. Aber Elon, falls du das siehst, das wäre doch ein gutes Feature fürs nächste Update. Ne? Kommst du mit dem Handy in der Nähe des Ladeanschlusses, wenn du gerade lädst an AC und dann piept er 5-mal und dann geht die Ladung aus. Das wäre doch mal ein Vorschlag. Oder? Genau. Also das zu dem Thema. Oder entriegelt den Ladeanschluss. So. Ein Thema beim Fahren, und ich bin jetzt noch bei den negativen Punkten, die positiven kommen gleich. Einmal selbstverschuldet. Ich wollte natürlich nach meinem Trip gucken, was habe ich verbraucht. Das kannst du halt hier nicht machen. Weil du hast den Screen hier in der Mitte und irgendwie sagtest du ja selber, irgendwie beim Model 3 gibt es noch eine weitere Taste und sobald er die Navigation beendet hat, ist es für ihn auch vorbei. Dann zeigt er dir nicht mehr an, was hast du gerade geschafft an Weg. Und naja, dann gibt es halt hier Trips. Ne? Ich bin beim ersten Mal nicht drauf gekommen. Natürlich hast du Trips. Natürlich hast du Trips. Aber
in dem Moment dachte ich, naheliegendsten, gehe auf den Energiemonitor. Ja, das finde ich auch doof, dass sie das weggemacht haben. Es ist auch nicht so rational erklärbar. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich so, boah, so ein Mist. Ich weiß, dass ich auf der Hinfahrt habe ich ein bisschen mehr verbraucht als auf der Rückfahrt. Also ähnlich wie bei dir. Ist auch klar, wir fahren ja eher bergauf. Auf dem Rückweg fahren wir eher bergab, zu sehen, genau. Ne? Aufs Lachen von anderen. In dem Punkt können wir jetzt eigentlich auch schon zu den positiven Dingen kommen. Weil gerade beim Fahren, ich mag dieses One-Pedal-Driving, das mag ich ja. Mhm. Ich bin ja keiner, der sagt, ich finde das System von Porsche jetzt mega, wo du wirklich viel mit der Bremse arbeitest, weil Porsche sagt, hey, wir sind ein Fahrerunternehmen, das Auto soll gefahren werden und soll weniger selber fahren. Ja, aber trotzdem, an manchen Punkten sage ich einfach so, dieses One-Pedal-Driving ist eigentlich das, was auch so ein Elektroauto dann ausmacht. Ja. Weil das können die Dinger einfach. Und das fehlt mir tatsächlich. Ich liebe tatsächlich One-Pedal-Driving. Und irgendwann hast du es auch easy so raus, dass du rechtzeitig darunter gehst und du kommst direkt vor dir an der Ampel zum Stehen. Boom. Ich bremse auch so gut wie gar nicht, außer im Notfall. Ja, und bei dem Thema sind wir dann schon gleich weiter. Das ganze Thema Software müssen wir gar nicht besprechen. Also was das... Das ist, muss man ja nicht, also Tesla ist ein Softwareunternehmen, was zufällig ein Auto gebaut hat. Es ist einfach so. Ja. Und das merkst du an jeder Stelle. Und wenn es da vor dir angezeigt wird, die Autos, die Ampeln, die Bremslichter inzwischen auch von den Autos vor dir und so weiter, dann sage ich, okay, das ist tatsächlich etwas, das sind so unheimlich weit und da kann sich einige eine Scheibe von abschneiden. Was lustig war, ich habe ja da hinten nur das Kassenmodell. Ja, der hat 280 kW, 350 im Boost. Das hat der hier an einer Achse. Mhm. Der hat 500 kW in Long Range. Du kriegst gar nicht weniger Leistung. Nein. Das Ding geht so brachial nach vorne. Du musst, wenn du drauf pettest, das Lenkrad mit beiden Händen festhalten, weil der reißt einfach nur dran und saut. Ja. Echt, also... Das ist was, wo ich sage, das ist so krass, das hat, glaube ich, auch ein Porsche-Fahrer so noch nicht erlebt. Ja, also, selbst mit dem Wahnsinn. GTS nicht. Also... Ja, das ist Hammer, ne? Aber das benutzt man ja nicht jeden Tag. Nein, natürlich aber nicht. Aber es ist schon schön, wenn man mal so richtig drauf genau zurück nach vorne geht. Genau. Ne? Und das Lustige ist, das machst du dann hier auch, der hat keinen Limiter, richtig? Nee. Genau. Limiter fehlt mir auch übrigens, aber egal. Du bist an der Ampel und neben dir wieder die typischen, die wir kennen. Und du gibst einfach mal Gas, so aber hoch, dann bist du halt schon gleich bei 65 oder so. Und dann gut. Und die stehen noch. Die stehen noch und dann kommen sie an dir vorbei mit 80 und ja, und du denkst so, also nee, macht wirklich Spaß. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt Kategorie Fahrspaß. Also, ja. Meinst du der Fahrspaß Model S Porsche, inwieweit kann man sich ja, das ist jetzt, pass auf, das eine ist das Fahrspaß. Du merkst aber im Fahrwerk, der ist hölzerner, der ist ein bisschen holpriger, der liegt nicht schlecht, aber ich finde ihn, auch wenn ich im Komfortmodus war, hier von den Federndämpfer Einheit und so weiter, da war ich immer im Komfortmodus drin, alles gut. Aber du merkst einen deutlichen Unterschied zum Thema, das sind wirklich Fahrwerksexperten bei Porsche und dann bist du hier am Tesla und denkst nur, Jungs, ihr macht eine geile Software, ihr habt einen Punch ohne Ende. Beim Fahrwerk müsst ihr echt noch ein bisschen was tun. Und es hat seine Gründe, warum viele sich auch in andere Fahrwerke einbauen, weil das ist nur ein Tesla-Ding. Ne? Er läuft den Spurrillen nicht so extrem hinterher wie der Porsche. Das macht er extrem, finde ich, der Porsche. Du merkst richtig manchmal so einen Zug oder so. Ne? Aber das Auto macht Spaß. Natürlich macht das Spaß. Ne? Und ich finde auch, ähnliche Breite wie der Taycan. Also haben wir ja gesagt, Länge, Breite ist ungefähr das Gleiche. Du kannst ihn sehr, sehr, sehr gut fahren. Und ich hatte bei dem hier nicht einmal die Angst irgendwie, dass ich einen Kannstein torschiere. Mhm. Was, und das kommen wir eben auch zum Positiven, ich war ja ganz kritisch gegenüber dem Vision Only und habe gesagt, alter Schwede, das ist, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich muss sagen, ich nehme alles zurück. Es funktioniert perfekt. Richtig gut. Einparken bei mir in der Garage, leichter als beim Porsche. Okay. Der Porsche, der schreit mich an sag ich jetzt nicht, aber egal, der... das ist da wirklich schon, wo ich dann nur noch, was du sagtest, nach Spiegel mit dem Porsche fahre, weil ich es gerade besser sehe, als die Sensoren es mir zurückmelden und die ganze Zeit nur noch auf Dauer piepen sind und überall und so weiter, macht er hier nicht. Der gibt Hinweise ganz dezent, ding, ding. Und was mich, nochmal kurzer Schnitt hier beim Porsche, wenn ich zum Beispiel rückwärts an mein Garagentor ranfahre, was mich nicht nur bei Porsche, auch bei dem letzten BMW und auch anderen Kia genervt hat, ist diese erzwungene Vollbremsung, wenn das Auto meint, ich bin jetzt zu nah dran. Yeah. Also es gelingt mir auch nicht mit ganz feinem Gasfuß, den Wagen so ganz sachte an ein Tor ranzufahren, bis auf 10 cm, sondern er bremst schon 30 cm vorher, aber mit Karacho, dass hier irgendwie das Display aus der Fahrt kommt. Der knallt
den richtig rein. Und das finde ich hier super schön gelöst, weil du kannst, wenn du ein bisschen feinfühligen Gasfuß hast, den Wagen millimetergenau navigieren, ganz sanft. Und das finde ich eine erstaunliche Aussage von dir, dass du Vision Only ganz gut fandest. Super gut, also, super gut. Habe ich auch sonst von niemandem bisher gehört. Tatsächlich, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mich komplett überzeugt, das System jetzt in der Zeit, wo ich das Auto gefahren habe. Das sind so Dinge und was du gesagt hast beim Porsche-Rückmodell, der ist ja wirklich schisserig hier, ne? Ja. Also wenn dann LKW ist und so weiter, der bremst dann von 130 auf 85 runter. Ich hatte es einmal auf Video, das könnt ihr dann sehen, in meinem Roadtrip-Video zum Tesla Model S. Dachte ich auch, jetzt hast du ein bisschen viel Angst. Dann habe ich ihn auch rausgenommen, weil ich dann händisch an dem vorbeigefahren bin. Und ich glaube ja, das liegt daran, dass Tesla doch wahnsinnige Angst hat, wegen irgendeines Autopilot-Unfalls so dermaßen negative Presse zu kriegen. Deswegen sind die da so vorsichtig und bremsen lieber einmal zu viel als einmal zu spät. Ja. Ist zumindest mein Eindruck, weil es kann nicht an der Technik liegen. Die können das, nur ich glaube, sie machen es absichtlich nicht. Ihr fahrt jetzt auf der Autobahn und ich bin jemand, der fährt 130, 140, glaube ich, Maximum oder so, was er dann kann, und fährst jetzt halt mit dem aktivierten Autopiloten. Ja, ich weiß. Autopiloten. Und dann kommt von hinten einer an mit 180 und du bist halt jetzt kein Blödmann und sagst, okay, ich beschleunige mal eben, damit ich den Platz machen kann, ne? So, in dem Moment, sobald du über 150 kommst, fängt das Auto an, dich anzuschreien. Wirklich, der verklagt dich und deine Mutter quasi zeitgleich mit dem Navi oder so und sagt einfach so, was fällt dir ein? Und ich denke nur, was ist denn hier los? Wenn jetzt eine Familie im Auto gewesen wäre, die pennt oder so, die wären alle in Panik aufgewacht und hätten gedacht, scheiße, wir werden alle sterben. Boah, da hätte ich mir gewünscht, hey, mach's dezent, mach's ding, ding, ding. Er merkt ja, dass ich am Lenkrad bin. Ja. So, mach ding, 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 Autopilot eben aus, ja, ich übernehme, zieh rechts rüber, sobald ich wieder unter 140 bin, ding, ding, und ist wieder an. Naja, wenn du schlagartig auf 100 sonst was beschleunigst und der Autopilot innerhalb von einer Millisekunde ausgeht, dann will er dir das schon mitteilen, ne? Der Porsche, dem ist es egal. Der sagt ja, fahren wir halt 190 mit Autopilot. Das stimmt, das ist auch noch so ein, das habe ich nicht gesagt in der positiven Liste, dass das natürlich geil ist, und das ist nicht nur bei Porsche so, bei vielen anderen Autos auch, dass du eben diesen Spurhalteassistenten oder Tempomaten auch über 140 nutzen kannst. Und bei Tesla war es früher 150, jetzt ist es 140. Wo ist da der Fortschritt, Elon? Ich dachte, du machst Fortschritte. Nein, es ist doch ein totaler Rückschritt. Verstehe ich nicht. Also, Fazit jetzt, im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war es immer so ein No-Go, ein Auto zu kaufen, zum Beispiel ohne Einparksensoren. Was mich tatsächlich positiv überrascht hat, dass er inzwischen Apple Music als App drin hat. So konnte ich mich da anmelden und konnte auch meine Sachen hören. War für mich immer so eine Sache, ohne CarPlay fand ich doof, aber das wiederum ist für mich so ein Benefit, okay, kann ich mit umgehen. Du benutzt ja CarPlay öfter im Porsche. Ja, ja. Hast du es jetzt hier vermisst während der Woche? Ja, dadurch, dass ich mich anmelden konnte über Apple Music nicht. Also die Antwort lautet nein. Nein, nein. Aber ich brauche halt meinen Apple Music Account direkt hier drüber steuern und so weiter. Kannst entweder über CarPlay oder jetzt über eine App. Und der hat als App-Integration und damit ist das für mich fein, definitiv. Also das muss ich auch revidieren. Das geht jetzt. Der einzige Grund, warum ich kein Model S nehmen wollen würde, ist aktuell einfach nur, ich brauche nicht wieder so ein großes Auto. Ja. So, das heißt, hätte jetzt ein Model 3 viele von diesen Benefits, die ein Model S hätte, und dafür gehört für mich tatsächlich auch, ich finde das mit dem zweiten Screen hier vorne sehr, sehr gut. Nur einen einzigen Screen zu haben, ist für mich dann irgendwo, wo ich sage, buh, nee, zum Beispiel, ich weiß nicht, Head-Up-Display, ich mag es total. Nicht viel Geld und gute Worte. So, und ich liebe es. Ne? Du guckst halt immer aus und dann irgendwann merkst du halt, ach so, da steht keine Geschwindigkeit, aber du hast es wenigstens da. Jetzt immer so zu gucken, also wirklich, machst du ja nicht, du machst immer nur mit den Augen natürlich nur so, aber trotzdem, es ist für mich, ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt, also Model 3 wäre die Größe, wo ich dann sagen würde, mit dem würde ich dann fahren, dann würde ich mir wünschen, bei Model 3 ein Head-Up-Display zu haben, dass ich dementsprechend einfach die Geschwindigkeit und die Navigation vor mir sehe und den Screen lassen. Das wäre echt die optimale Lösung, auch für Tesla ein Head-Up-Display zu implementieren. Ja. Jetzt bleibt dir nur irgendwie der Aftermarket, hier so ein kleines, schlitzartiges Tacho-Display dir so nachträglich zu installieren. Die sind gar nicht so schlecht. Ich habe schon ein paar gesehen, die sind ganz gut. Die haben da meistens Android als Betriebssystem. Ja. Ein bisschen Kabel legen, do-it-yourself, ist das in einer Stunde gemacht. Hat ja, glaube ich, der Frank von Generation E auch in seinem Model Y. Genau, der hat so ein Model Y. Also 100 verschiedene. Wäre jetzt noch eine Idee, aber ich bin auch nicht der Fan davon, von so einem nicht-Tesla-eigenen Zeug. Ich komme damit zwar klar, aber ich feiere das auch ab, dass ich hier ein Tacho-Display habe. So, definitiv.
Also von daher, sonst, wie gesagt, Qualität ist halt immer so eine Geschichte. Ich bin tatsächlich aktuell, wäre ich beim Model 3 Highland Performance. Mhm. Der hat nämlich nochmal andere Sitze, die sind nochmal ein bisschen enger. So, ne? Hast ja selber gemerkt, der Porsche umschließt dich eher so ein bisschen. Ne? Das zieht ist schon gut geil. An und macht die Wangen enger. Genau, das ist schon geil. So. Ja. Und da, deswegen, das würde ich mir schon wünschen. Mhm. Und natürlich, was mir im Model 3 dann fehlen würde, was der hier hat, was der Porsche hat, so ein Lift-Modus, wenn du dann, was weiß ich, zum Beispiel an irgendwelchen engen Stellen vorbeikommst, wo er das Fahrzeug anhebt. Wagen anzuheben. Ja. Genau. Ja, aber sonst hat es mir wirklich Spaß gemacht, Jens, und danke für die Chance, dass ich das mal jetzt auch ein bisschen länger mit dem aktuellen Modell ausprobieren konnte. Das letzte war ja der Horst, den ich gefahren bin, der alte Lüning Tesla 85D. Boah. Aber das hat Spaß gemacht und es hat viele meiner vielleicht verstaubten Ansichten von Tesla tatsächlich revidiert und auch korrigiert. Und gerade was zum Beispiel das ganze Thema Vision Only angeht und so weiter, das mega gut. Ja, also das war ja eigentlich auch der Sinn dieses Tests, um das mal rauszufinden, wie jetzt die aktuelle Lage eigentlich ist. Ja. Und es freut mich, dass es dir so im Prinzip doch gefallen hat. Ja. Mir hat es auch gefallen und toll, dass ich die Chance hatte, den Porsche zu fahren. Ja, schönes Video. Mich hat es echt gefreut, Stefan. Hau rein. Danke, Jens. Das war super. Und wenn es euch gefallen hat, ne, nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben und schreibt uns doch oder mir gerne in die Kommentare, bei Stefans Video natürlich auch, verlinke ich euch hier du übrigens. Sagen, das war fast das gleiche jetzt hier. Schreibt doch mal uns in die Kommentare, erstens, wie ihr diesen Test so fandet und was ihr jeweils von den Autos haltet. Vielleicht fahrt ihr auch Porsche oder Tesla Model S. Wie seht ihr ja unsere Erfahrung? Wie könnt ihr das einordnen? Genau. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Also Stefan Schwungvoll und mein Move Electric natürlich. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Genau. Und bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.